habe euch jetzt Stephen Miners einmal im OpenLab miterlebt und gesehen. Ich bin jetzt auch nicht der typische Webentwickler und so weiter. Ich werde euch ein bisschen was zu den Angriffsvektoren erzählen, was eure Services betreffen könnte. Insofern geht es in diese Richtung auch. Genau. Ganz kurz zu mir. Ich selber habe an der Uni Augsburg studiert, einer der wenigen, die auch Diplom studieren durfte. Ich bin schon seit vielen Jahren im Open Source und Linux-Bereich unterwegs. Arbeite hauptberuflich als Systementwickler bei Leengate in Göttingen, machen da kleine Security Appliances, auch Linux-Basis mit VPN, Firewall und dem ganzen Gedöns dazu. Und bin über den Job dann auch zu meinem freiberuflichen Nebenjob bei UISF gekommen, wo wir eben an dem Intrusion Detection und dem Prevention System Sulcata arbeiten. Und einige von hier kennen mich über Twitter, Shadowhunter, StarMindTech. Ich merke, das ist eine 0 und kein O, dass es dann nicht zu Verwechslungen kommt. Genau. Ja, was ist ein Intrusion Detection und Prevention System? Für die, die das noch nicht kennen, ich denke, das sind einige hier. Da geht es prinzipiell darum, dass ich gefährliche oder auch unerwünschte Traffic in meinem Netzwerk erkenne und im Zweifelsfall darauf auch reagieren kann. Und für euch ist natürlich der Webservice-Teil dann ein Speziellbereich. Also am Anfang werde ich es erstmal ein bisschen allgemein erklären. Was ich damit machen kann, ich kann sowohl rein auf Paketebene das Ganze analysieren, ich kann es auf Verbindungsebene bis hin zur Flussebene gehen, je nachdem, welchen Teil von der Verbindung ich neben anschauen möchte. Wir schauen uns dabei irgendwelche Anomalien an, irgendwelchen verdächtigen Traffic und sagen, okay, als irgendwas klassifizieren wir den jetzt, wenn wir wirklich sagen, das ist jetzt irgendein Angriff, irgendwas, was gar nicht passieren sollte, oder wir sagen, ja, ist nur ein bisschen ungewöhnlich, muss ich mir mal genauer anschauen. Ich habe dann auch ein paar Beispiele dazu. Es gibt noch einen Unterschied zwischen den NIDS und den HIDS. N steht für Network, H für Host. Im Endeffekt, das eigentlich sinnvollste in den meisten Fällen ist ein Network Intrusion Detection System, das irgendwo im Netzwerk hängt. Das heißt, entweder als wirklich der zentrale Punkt, über den der komplette Traffic läuft, oder zum Beispiel einen Switch an den Mirror Port, der den ganzen Traffic gespiegelt kriegt. Das heißt, gerne auf Netzwerkebene sich das anschauen. Host IDS, wie der Name schon sagt, das läuft auf einem einzelnen Client. Könnt ihr ungefähr vergleichen wie mit dem Virenscanner, der auf eurem System läuft. Hat halt das Problem, wenn das System kompromittiert ist, mit dem ihr auch das scannen wollt, kann man sich die Ergebnisse eigentlich auch sparen. Das Ganze basiert zum Teil auch auf Heuristiken und Patterns, im Endeffekt da ein bisschen verwandt zu Virenscannern. Und das relativ Schöne bei dem Ganzen ist, ich zeige euch am Schluss auch ein paar optische Beispiele, man kann eine sehr, sehr umfangreiche Auswertung generieren und dann mit den Daten und den Events, die anfallen, die zum Teil dort auch sehr viel werden können, eine vernünftige Auswertung rauszukriegen. Das Ganze ist aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Ergänzung für ein Sicherheitskonzept. Das ist natürlich nicht das Einzige, was man verwenden sollte, so wie der stinknormale Stateful Firewall auch nicht komplett ausreichend ist, braucht man für bestimmte Bereiche natürlich mehrere Sachen in seinem Sicherheitskonzept. Ja, ganz kurz noch erklärt zwischen den zwei Sachen oder dem Mondsystem, die es gibt. Es gibt einmal das Intrusion Detection System, wie der Name schon sagt, Detection, ich versuche nur eine reine Erkennung zu machen. Das Ganze ist also relativ passiv, das heißt, es guckt sich nur den Traffic an, sagt, Moment mal, ich habe hier irgendwas entdeckt, was komisch ist, meldet das Ganze, greift aber in den Datenfluss erstmal gar nicht ein. Schönes Beispiel, auch wenn ich kein Fan von Videokameras bin, man kann sich das eh nicht vorstellen. Eine Videokamera verhindert kein Verbrechen, kann aber unter Umständen bei der Aufklärung helfen oder protokolliert das Ganze im Endeffekt, um das ein bisschen auf ein Real-Life-Beispiel überzuleiten. Intrusion Prevention, auch da sagt der Name eigentlich schon mal, was geht, es geht um die direkte Verhinderung. Das ist die aktive Komponente, das heißt, die greift direkt in den Netzwerkverkehr ein und verhindert im Endeffekt auch einen gefährlichen Zugriff, dass der gar nicht erst stattfindet oder dass irgendeine Anfrage ins Netz rausgeht, greift da direkt ein. Und das kann man sich mit so einem Checkpoint vorstellen, am Flughafen, man wird komplett durchleuchtet und wenn irgendwas auffällt, man hat Waffen dabei oder hat einen Spitzer dabei oder einen Stift, Kugelschreiber, ist ja alles gefährlich, dann wird man erstmal einkassiert und genauer kontrolliert und zweifelsfrei, man kann darf nicht fliegen, um das Ganze ein bisschen plastisch darzustellen. Ja, wie schaut der ganze Spaß auf technischer Basis aus? Das Ganze ist signaturbasiert. Das heißt, ich erstelle hier gewisse Regeln oder nutze bereits vorgefertigte, da gibt es natürlich relativ viele, die sich dann den Traffic anschauen und wenn alle Sachen zutreffen, leuchtet die Lampe rot. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Das erste Keyword ist das Alert, das heißt, okay, ich schlage Alarm. Es gibt noch das Keyword Drop, wenn ich sagen würde, okay, ich nutze es in den Prevention-Modus und soll auch das Paket verwerfen. Es gibt noch ein paar andere, aber das reicht im Endeffekt, den ersten Anfang zu wissen. Danach habe ich das Keyword HTTP, das heißt, okay, ich schaue mir nur rein HTTP-Traffic an. Das ist für euch wahrscheinlich auch das Interessanteste. Ich kann auch da sagen, PCP, UDP und schlag mich tot oder ich schaue mal generell IP-Traffic an.
Dann gebe ich an, um was für eine Art von Verbindung geht das Ganze, von wo nach wo. Wir haben hier zum Beispiel HomeNetAny. Das heißt, ich habe als Quelle von dem Paket oder von der Verbindung irgendwas aus all meinem HomeNetz. Das muss ich ja mal initial definiert haben, was ist 192.168 oder sonst irgendwas. Und es ist irgendein beliebiger Source-Port und geht an AnyAny. Das heißt, sowohl Destination-Port ist mir egal, als auch VIP. Das bedeutet in dem Fall, es ist jetzt hier auch nicht explizit Port 80, Port 443 oder sonst was angegeben, also die typischen Ports für HTTP und HTTPS sind, sondern wir schauen uns hier den kompletten Traffic an, eventuell schickt ja jemand seinen HTTP-Traffic über einen anderen Port rüber. Dann hat das Ganze eine Message, unter der diese Regel läuft, die ist im Endeffekt frei wählbar. Hier geht es im Endeffekt zum Beispiel um Basic-Authentifizierung über HTTP und in dem Fall ist das Problem ja das Ganze dort unverschlüsselt ab. Dann hat man noch so Sachen wie, ja, der Flow ist established to server. Okay, macht das Sinn, sich das Ganze anzugucken, wenn ich eine Verbindung mit dem Server habe. Relativ einleuchtend ist auch Content, das heißt der Inhalt, den schaue ich mir an. Das heißt, wir schauen uns wirklich einen Paketdump an. Sind diese Komponenten mit aufgelistet? Authorization Basic, so die Erkennung für mich, okay, wie geht es um diese Basic-Auth-Methode? Und nur wenn das matcht, schaue ich mir überhaupt den weiteren Rest an. Diesen kryptischen Hash sozusagen, der sollte nicht mit drin sein. Da geht es auch mal so ein bisschen um False Positive zu verwenden. Es gibt dann wirklich auch so umfangreiche Keywords, ich will den Namen auch nicht sprengen, WIN32 heißt, in dem Bytebereich sollte das Ganze ungefähr auftauchen oder nicht auftauchen. Dann kann ich noch zusätzlich sagen, das Ganze möchte ich nur, dass es einmal innerhalb von 3 Sekunden triggert. Macht im Zweifel nämlich keinen Spaß, wenn man irgendeine Regel hat, die ständig triggert und dann Stock vollmüllt. Das reicht mir im Zweifel, wenn ich einen gewissen Zeitraum mal sehe, okay, da läuft irgendwelcher Blödsinn. Es gibt dann noch so Referenzen, wo nochmal erklärt wird, woher die Regel kommt, um was es hier geht. Wir haben hier zum Beispiel das Policy Violation. Das heißt, es ist gar nicht mal ein ganz schlimmer, wäre jetzt kein schlimmer Angriff auf einen Webservice oder sonst irgendwas, aber es wäre in eurem Netzwerk, Firmennetzwerk eventuell ungewöhnlich, wenn auf einmal einer hier Passwortdaten rausschickt, die ganz unverschlüsselt sind und ihr sagt, Moment mal, eigentlich haben wir hier die Vorgabe, die ganzen Sachen sollen doch verschlüsselt rauslaufen. Und dann gibt es eben noch IDs, um die eben zu referenzieren. Ja, so schaut das Ganze aus. Dann noch ein bisschen Background zu Suricata selber. Also wie gesagt, es gibt Intrusion Detection und Prevention. Eins der Projekte ist eben Suricata. Es gibt noch Snort, was vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört hat, was mittlerweile von Sourcefire aufgekauft worden ist. Entwicklung schläft da auch irgendwie ein bisschen. Ist noch unklar, wo das weitergeht. Es gibt dann noch dieses Bro-EBS-System. Ist eigentlich mehr so Netzwerkmonitoring dediziert. Also haben einfach ein ganz anderes Konzept. Insofern gibt es da gar nicht mehr so viel Auswahl in dem Bereich. Selbst die kommerziellen Systeme setzen entweder auf Snort oder Suricata, auch die großen Player. Von daher hat man da nicht so viel Auswahl. Ist eben von der Open Information Security Foundation betrieben, zu der sage ich gleich noch ein bisschen was. Ist ein komplettes Open Source Projekt auf GPL4.2 Basis. Wir haben mittlerweile die 3er Version draußen, 3.0.1 stable. Ist auch mittlerweile wirklich sehr, sehr stable, also ein 3.0er. Im ersten Release waren noch ein paar kleinere Bugs. Aber mittlerweile läuft es richtig ziemlich gut. Und die 3.1 Roadmap ist offen für die neuen Features. Wir wollen uns jetzt ein bisschen am Linux-Kernel auch orientieren, möglichst relativ schnell immer einen neuen Release rauszubringen, mit Merge-Window, FaceTime und so weiter einzubauen. Ja, wir haben eine komplette Neuentwicklung gemacht. Ursprünglich haben wir viele gedacht, ja, ist nun ein Fork von Snort, weil unser Hauptentwickler, Victor, ursprünglich mal für Snort mitentwickelt hat, aber komplett eigenständiges neues Projekt. Was vielleicht die ein oder anderen Entwickler vielleicht mal interessant sein könnte, wir verwenden eine dedizierte HTTP-Library, ja, das ist bloß ein T, die libHTP, die ist auch von OESF entwickelt. Da geht es wirklich darum, einen auf Security-Basis wirklich im Fokus setzenden Parser für HTTP-Traffic, der auch zum Punkt, ja, Evasion-Techniken und so weiter zu erkennen. Wenn ihr Projekte habt, wo irgendwie sowas interessant sein könnte, schaut euch vielleicht auch mal die Library an, wenn es dann um die HTTP-Sachen geht. Ja, die Foundation selber ist eine Non-Profit-Foundation, so ähnlich halt wie auch Wikimedia und sonstige vergleichbar, war ursprünglich mal von der US-Regierung finanziert, von der Homeland Security. Die haben einfach nur einen großen Topf gehabt mit Geld, ähnlich wie es auch hier das BSI zum Teil mal hat oder auch sonst irgendwelche öffentlichen Bereiche. Die haben Gelder, wissen nicht, was damit anfangen sollen. Wer das erste Jahr schreibt, ich bräuchte ein bisschen Geld aus dem Budget, der kriegt es halt. Hat damals relativ gut geklappt. Mittlerweile sind die ausgestiegen oder sind einfach ausgelaufen. Großteil, was jetzt im Endeffekt die Gelder kommt, ist von kommerziellen Sponsoren. Entweder die wirklich Consortium-Members sind, die dann auch ein bisschen die Entwicklung mitbestimmen können oder sich halt auch das speziell für ihre Projekte lizenzieren können oder welche, die bei irgendwelchen Events mit da sind.
Spenden ausgeben oder halt direkt irgendwelche Contracts und so weiter mit uns ausmachen. So funktioniert die Finanzierung. Eventuell ist auch bald die französische Regierung wieder mit dabei, beziehungsweise eine Organisation aus Frankreich, die das Ganze wieder mitsponsoren. Also sind wir mittlerweile auf soliden Füßen aufgestellt. Was wird mit dem Geld gemacht? Primär werden wir Entwickler bezahlt. Wir haben ein paar Hauptentwickler, die fulltime an Suricata arbeiten, und es gibt halt ein paar Entwickler, so wie ich, die freiberuflich eben nebenbei ein bisschen damit dran arbeiten. Es gibt ein paar Events, ich habe auch ein paar Postkarten mitgenommen. Es gibt jetzt in Washington DC Ende des Jahres wieder eine große Suricata-Konferenz über mehrere Tage, wo im Endeffekt sich die ganze Community trifft, über Suricata spricht. Und wir haben dedizierte Events, zum Beispiel auch sogenannte Trainings. Ich bin Ende Mai wieder in Berlin oben. Da hat sich eine Firma gebucht, die gesagt hat, okay, wir selber setzen Suricata ein, wir brauchen aber hier ein spezielles Training dafür. Auch das bieten wir mittlerweile im Endeffekt an und finanzieren uns dann ein bisschen quer. Also falls da noch jemand Interesse hat, in Berlin, wir haben da noch Plätze frei. Ja, und ansonsten gibt es natürlich ganz normal Spenden. Ja, was kann Suricata alles? Relativ viel. Ich weiß nicht, alle Features habe ich hier nicht aufgelistet, aber so die wichtigsten. Ein Hauptgrund, warum wir damals bei mir in der Firma bei Linogate von Snort zu Suricata gewechselt sind, war die Performance. Snort ist immer noch rein single-threaded. Und das ist halt heutzutage, ja, kannst Nasen geben. Also das macht einfach keinen Spaß. Ich habe Multicore-Prozessoren, da möchte ich die natürlich auch ausnutzen. Suricata macht das Ganze auch. Wir haben eine sehr umfangreiche Protokollerkennung. Auch im Endeffekt versuchen, Protokolle zu erkennen, wenn der Traffic jetzt erstmal nicht nach dem typischen Protokoll aussieht. Wir können Dateien daraus extrahieren, habe ich nachher auch ein Beispiel dazu. Extrem umfangreiche Logging-Optionen, was auch mit daran liegt, es kommt jeder irgendwann mal, der, hey, ich hätte aber gerne EVE-Logs, also ich hätte gerne JSON-Logs, aber der andere, der will Unified-Logs. Alles wollen die Leute haben, dann wird es halt höher für eingebaut. Kann man sich dann aussuchen, was man verwenden möchte. Wer ein bisschen mit Lua rumspielen will, kann sich sogar die Regeln nochmal komplizierter und umfangreicher basteln. Wir haben, wie gesagt, diese zwei Modi implementiert, Intrusion Prevention und Detection, heißt in dem Fall Inline- und Monitor-Modus. Für High-Performance-Anwendungen, das heißt, wenn ihr wirklich im 10 Gigabit oder noch mehr Bereich mal Traffic habt, gibt es auch dafür extra Pakete oder auch Möglichkeiten, zum Beispiel EF-Ring, AF-Paket und sonst was zu machen. NetMap ist jetzt neu dazugekommen, was gerade die GSD-Leute gefreut hat, also auch da High-Performance-technisch viel machbar. Ja, das Ganze läuft unter Linux und BSD, das sind sozusagen zwei Hauptplattformen, unter denen es auch läuft, auch der meiste Support gemacht ist. Aber es läuft sowohl unter Mac OS X, relativ stressfrei sogar, und sogar unter Windows. Das ist aber aktuell noch eine Zyklenportierung. Also es läuft, es tut auch für die Leute, die es haben wollen. Eventuell gibt es irgendwann mal eine native Implementierung, das muss halt jemand machen. Aber es gibt da wirklich ernsthaft Nachfrage von Leuten, die so eine Windows laufen lassen wollen, warum auch immer. Genau. Frage? Ja. Hat es sich irgendwie Windows 10 native Bash? Yeah. Ja, jetzt mit Ubuntu und so weiter. Würdest du das machen? Wenn du da die ganzen Libraries und so weiter alle kriegst, die du brauchst, könnte es theoretisch schon funktionieren. Ja? Bis 2000 oder was ist? Also ganz kurz, Sie haben zwar einen Teil von Ubuntu Stack implementiert, der gut ist, aber Sie haben einen großen Teil von dem Zeug, was man tatsächlich braucht, nicht implementiert. Also wir haben es noch längst ausprobiert und wir haben tatsächlich auch Leute, die sehr eng bei Microsoft arbeiten oder direkt Microsoft arbeiten in diesem Kreis mit drin. Und ja, es fehlen so essentielle Dinge wie, okay, ich weiß nicht, wie viel CPU-Kerne in meinem System hat oder überhaupt Informationen in meinem System aufgebaut oder so. Also im Endeffekt selbst bei ein paar Notebook-Betrieben, wenn du haben, das ist schon ausgestiegen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er gerade nicht weiß. Interaktive Command-Design-Applikationen. Ja, also Sicherheitsfeatures. Wir das mal 2020. Kannst du das eben machen? Ja. Genau, Ring funktioniert super. Ja. Also wie gesagt, es ist auch durchaus eventuell angedacht, dass es einfach, es muss dann nur jemand machen, vielleicht sagt eine Firma, wir brauchen es und wir zeigen Entwickler dafür, das nativ zu portieren. Also es ist Cross-Plattform, C-Code, also es ist nicht unmöglich, das zu machen. Du brauchst halt Manpower. Ja, bei Verarbeitungsmodulen, ich habe es ja eigentlich schon aufgelistet, Standard ist halt das PCAP-Format, mit dem wir mit Wireshark oder sonst was gearbeitet haben. Das ist so der Standard schlechthin. Und wenn ich halt etwas mehr Performance will, das IF-Packet unter Linux oder Standard und PF-Ring von NTOP kann man noch verwenden. Es gibt sogar dedizierte Hardware-Karten, die man ansprechen kann. Du kannst es sogar auf Grafikkarten laufen lassen, auch wenn das mit Fuda momentan noch ein bisschen buggy ist, aber die haben halt wirklich die extreme Parallelisierung. Für den Intrusion Prevention Modus, für die, die ein bisschen mit IP-Tables arbeiten, kannst du den FQ verwenden, das heißt, du schickst alle Pakete da rein, lässt sie analysieren und gut ist. IPFV und NetMap ist eben für die BC-Leute der interessante Teil.
ja, das ist einfach mal eine Liste, an was ihr an Ausgaben generieren könnt, wenn es euch Spaß macht. Wie gesagt, eCloud.json-Alert, das ist so der Standard mittlerweile, was auch hier Elasticsearch, Kibana, Logstash und das ganze Zeug verwendet. Da kann man tolle fancy Sachen mit basteln. Wie gesagt, zeige ich euch am Schluss mal ein paar Screenshots. Schaut wunderbar toll aus, manche wollen das haben. Wenn man da irgendwie mehr Erkenntnis rauskriegt, kann man sich drüber streiten. Ihr könnt ein dediziertes HTTP-Log anlegen, wenn ihr wirklich sagt, uns interessiert bloß der HTTP-Teil, dann könnt ihr das im Endeffekt laufen lassen, das reicht eventuell. Ihr könnt ein Droplog anlegen, wo ihr sagt, okay, mir interessiert das alles gar nicht, sagen wir nur, was verworfen worden ist. Habt ihr also relativ viele umfangreiche Möglichkeiten. Ja, dann schauen wir uns mal nochmal so eine Regel an, im HTTP-Bereich, auch mit den Keywords ein bisschen dann. Wir haben hier wieder ein Alert, wir haben wieder HTTP. Jetzt haben wir sogar etwas genaueres genannt. Okay, es geht an irgendein externes Netzwerk und ich sage jetzt mal ganz gezielt, ich möchte die HTTP-Ports mir anschauen. Das ist immer noch ein relativ simples Beispiel. Es geht hier um Facebook-Chat und Send Message. Ich weiß gar nicht mehr, ob das zu 100% aktuell ist. Die ändern ihre API auch mal ein bisschen, aber das lässt sich relativ anschaulich erklären. Ihr könnt dann wirklich zum Beispiel beim Content ganz gezielt sagen, okay, es geht um eine HTTP-Method. Ich möchte die URI mit angeben und ich weiß den HTTP-Header. Das heißt, wenn ihr eventuell für eure Dienste da Sachen anpassen wollt, müsst ihr euch jetzt nicht dem Raw Packet Dump anschauen und irgendwie rausklären müssen, und das, wie müsste ich mir die Regel da gestalten, sondern ihr könnt auf solche Keywords zurückgreifen und euch damit diese, ja, diese Regeln selber basteln, wenn ihr die haben wollt. Und das ist halt relativ einfach. Ich sage, es geht um eine Post-Methode, SendPHP, und es geht um die Facebook-Domain. Wenn das triggert, geht die Alarmmeldung los. Im Zweifelsfall könntet ihr damit zum Beispiel auch sagen, ich erlaube zwar Facebook in meinem Netzwerk, aber möchte das verhindern, dass eben Chat-Messages gesendet werden. Sinnvoll ist, das steht mal auf einem anderen Blatt. Da wäre relativ einfach möglich, was ihr so mit IP-Tables oder anderen Logo nicht so einfach hinkriegt. Ja. Message, was soll das für ein? Das ist einfach nur ein ganz normaler Bezeichner, da kannst weißt du auch Schubert reinschreiben. Also das ist Blog dann erscheint. Genau, das erscheint zum Beispiel im Blog, ja. Ja. Genau, das ist wie wenn du in deinen IP-Tables noch einen Log-Prefix eingibst und sagst, ja, ich droppe hier SSH-Pakete oder sonst was. Also, du kannst sie beliebig wählen. Die sind zwar in den vorgefertigten Regeln so mit dabei, aber das ist dein Optional. Ja, jetzt habe ich hier mal so ein Beispiel, ein bisschen komplexeres für so Webserver-Signaturen. Also es gibt dedizierte Regeln, zum Beispiel von Emerging Threads, mit denen wir zusammenarbeiten, die nur auf Webservices ausgelegt sind. Da seht ihr zum Beispiel CVE, das ist zwar von 2014, also schon ein bisschen älteres Problem, aber das heißt, es gibt dann für relativ aktuelle CVEs dann auch relativ schnell passende Regeln und versucht es zu erkennen. Und dann wird es dann auch schon etwas umfangreicher. Wir haben hier Content, ist noch relativ klar. Und dann kommt dieser komplette PCIe-Block. Ich kann ihn euch jetzt nicht auf die Schnelle erklären, was da genau drin steht. Es schaut etwas kryptisch aus. Das Schöne ist, dass sich manche Leute darum kümmern und das ausklamüsern. Aber auch sowas könnt ihr damit dann basteln. Genauso der Content da unten, das ist in der Hex-Schreibweise. Auch da müssen wir jetzt auswendig die erste Tabelle im Kopf haben, was da jetzt für Zeichen dahinter stehen. Aber ihr könnt auch so extrem relativ umfangreiche Blöcke aufbauen, die mit einer eigenen Engine auch laufen, das heißt performance-technisch läuft es auch relativ schnell. Und das Fast-Pattern heißt, dass er sich den Content, der ganz unten kommt, als erstes anguckt, ob der irgendwo drin ist und sich dann erst überhaupt die Mühe macht, den etwas umfangreicheren Block anzuschauen. Aber mit UA und ähnlichen oder mit dem PCIe könnt ihr euch wirklich relativ komplexe Zusammenhänge in eine relativ kurze Regel eigentlich auch einbauen, um das Ganze auch performant zu halten. Was ihr dann noch weiter verwenden könnt, ein paar von den Keywords habt ihr schon gesehen. URI, Raw URI, je nachdem, was ihr euch von URL anschauen wollt, ihr könnt die Header drauf zugreifen, ihr könnt direkt auf die User Agent drauf zugreifen, Client Body, Server Body, gibt es relativ umfangreiche Regeln dafür. Wir haben eigentlich alles, was in dem HTTP-Bereich relevant ist, eigentlich abgedeckt. Wenn da mal wirklich einer von euch das einsetzen sollte und sagt, mir fehlt da aber irgendeins, einfach sagen, dann wird es einfach noch mit eingebaut. Was ihr auch machen könnt, das kann vielleicht den einen oder anderen durchaus interessant sein, ihr könnt auch direkt sagen, wenn das bei euch irgendwo laufen sollte, zum Beispiel auf euren Webservices und ihr doch in einer gewissen Form kontrollieren mal, was da an Datei-Uploads hochkommen und die nicht anderweitig zwischenspeichert, könnt ihr direkt mit solchen Regeln auch den HTTP-Download rausziehen. Also im Endeffekt, wenn ihr eine Datei test.zip hochladet, dafür eine Regel geschrieben habt, die auch auf die Datei matcht, eventuell auch auf den Inhalt zum Teil matcht, könnt ihr sagen, die möchte ich extrahiert haben und wird dann auch durch die Magic mit den Meta-Infos separat gespeichert. Also könnt ihr euch nochmal in einem dedizierten Rechner, da wo eventuell nicht euer Webserver selber läuft, die Sachen auch nochmal rausziehen. Auch da gibt es wieder dedizierte Keywords, die File-Extension, File-Name und das kann ihr dann möglichst genau so zeigen.
Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt die Regeln auch vorgefertigt, ihr müsst nicht alle selber schreiben. Für euren Service, ich könnte mir sogar vorstellen, dass müsst ihr mal nachschauen, vielleicht in einem oder anderen Service sogar schon welche von euch hinterlegt sind, die relativ bekannt sind. Aber wenn ihr ein kleines Projekt seid, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, dass sich jemand schon die Mühe gemacht hat, da Regeln hochzuladen. Es gibt bei Emerging Threads die Open- und die Pro-Regeln. Die Open-Regeln sind kostenlos zur freien Verwendung, auch zur kommerziellen Verwendung. Also ohne Probleme könnt ihr die in euren Produkten auch zur Not auch einsetzen. Gegen Bezahlung gibt es halt die Pro-Regeln. Das ist der primäre Unterschied, dass die ja wirklich relativ schnell, was Mailware und sonstige Sachen betrifft, halt damit einige Tage halt früher dran sind, das Zeug ja schon hochladen für die Pro-Kunden. Die Open kriegen es halt etwa mit etwas Verzögerung oder zum Teil manchmal gar nicht. Also von irgendwas wollen die halt auch ihr Business Model halt machen. Das Regelmanagement, wir selber machen das mit eigenen Skripten, das ist am bequemsten. Es gibt aber auch eigene Sachen wie Pull-Port Pointmaster, die halt täglich oder einen Stundentag sich die Regeln runterladen, die Engine nochmal neu starten und gut ist. Die Entwicklung von Keywords und Decodern geht stetig voran. Also wie ich schon gesagt habe, wenn ihr irgendwas habt, was uns irgendwie, was da sagt, okay, das fehlt uns, da würde ich gerne noch ganz gezielt das ausfiltern. Haben wir auch mittlerweile mehr, als was Nord mit abgedeckt hat. Und für die, die damit immer noch nicht zufrieden sind, mit Lua kann man da eigentlich mittlerweile alles erschlagen, auch wenn es ein bisschen komplex wird. Bei diesen Regeln, die du da erwähnt hast, ja. Also nur um den Use Case mal zu verstehen, du hast von dieses Facebook-Beispiel geliefert, das heißt, das wäre so eine Regel, um zu verhindern, dass ein Facebook-Chat oder das Firmennetz irgendwie stattfindet. Das ist der Use Case. Ja, also für euch der relevante Use Case, also oder noch relevanteste, ist in diese Fälle meiner Meinung nach. Also die zitierten Regeln für Webservers, Emerging Webserver, Webclients und Web-Specific Apps Rules heißt es. Das heißt, es ging gezielt darauf zu gucken, okay, das sind jetzt Angriffe gegen Webserver. Das heißt, wenn du den Webservice XY hast, ist es bekannt, dass es den und den Exploit gibt, du konntest den eventuell noch nicht fixen, aus welchem Grund auch immer, aber du willst deinen Service schützen und kannst es jetzt nicht mit einem einfachen IP-Tables-Regel oder sonst was machen, könntest du das Ding davor schalten, schreibst dir die Regel, die sagt, okay, wenn einer mit diesem Request ankommt, den block ich, den lasse ich gleich rausfiltern, oder wenn es mehrere IPs sind, kannst du auch sagen, okay, diesen IP-Bereich lasse ich mal sperren. Also für euren Bereich, für eure Dienste, wenn ihr die bereitstellt, ist dieser Bereich wahrscheinlich der interessanteste. Also Heartbeat, oder? So zum Beispiel. Also Heartbeat-Regel ist so das typische Beispiel, ja. Das ist eigentlich sogar noch plakativer, ja. Also es gibt, wie gesagt, auch die Policy Violations, auch wenn man die unbedingt aktiv handelt, da kann man sich auch drüber streiten. Kannst du dir auch so, du musst ja nicht alle Regeln anwenden. Also kannst du irgendwie sagen, okay, ich schaue mir nur die Service an. Also wenn ihr das auch mal testweise laufen lassen wollt, also nehmt eine Kiste, hängt die ans Netzwerk dran, weiß nicht, wie es bei euch aufgebaut ist, und lasst die einfach in dem Monitor-Modus mal laufen für die Webservices, die Regeln durchlaufen und schaut einfach mal, was passiert, was für Regeln eventuell triggern, was die Leute für Anfragen zu euren Webservices schicken, die wahrscheinlich nicht einmal Schaden anrichten, weil die nicht auf euch ausgerichtet sind, aber vielleicht seht ihr da irgendwelche Regelmäßigkeiten oder irgendwelche komischen Anfragen und sagt, okay, vielleicht sollten wir noch überprüfen, ob die bei uns irgendwie mit reinlaufen oder Probleme bereiten könnten. Genau. Ganz kurz nur erklärt noch, falls ihr das als Prevention einsetzen wollt, auf Linux-Basis, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, also für Sys-Admins, wenn ihr da welche noch da setzen habt. Wichtig ist, dass du halt alle Pakete siehst, das bringt uns, wenn du die Input- oder die Output-Chain packst, Forward-Chain ist so das typische Beispiel, solltest du es reinpacken. Es bringt mir nichts, wenn ich nur eine Richtung von den Paketen sehe, dann tut mir irgendwann relativ schwer zu sagen, okay, wie soll ich die Verbindung jetzt analysieren. Die Regeln von Alert zu Drop ändern, damit er weiß, okay, ich sollte jetzt nicht nur Alarm schlagen, sondern ich soll die Pakete auch verwerfen. Starte Suricata damit, ich hänge mich an die Q0 ran und dann das Loch beobachten und schauen, wie viele Leute meckern, wenn auf einmal irgendwas nicht funktioniert. Wir haben relativ gute Anleitungen dazu. Es ist eigentlich nicht so schwer, mit ein bisschen System-Know-how das aufzusetzen, im Zweifelsfall nicht fragen. Das einfachste Variante ist wirklich mal das, was ich eben vorhin gesagt habe, mal den Monitormodus laufen lassen und schauen, was kommt bei mir überhaupt für komische Anfragen an, was ich mit denen machen kann. Ja, wenn ihr das euch auch mal live anschauen wollt, ohne groß installieren oder sonst irgendwas, es gibt das Live-System Selks von Stamos Networks, das sind ein paar Entwickler von uns, die sich da selbstständig gemacht haben. Das ist ein Debian-Basis, ein ISO, könnt ihr hochfahren, starten, da ist auch das ganze Kibana Elasticsearch-Zeug mit drauf zum Angucken. Die meisten Linux-Distributionen und auch die BSD-Systeme haben mittlerweile so wie Katan in Repositories, also auch reicht ein Update installed und gut ist. Insofern tut man sich da auch relativ einfach, das zu testen. Wobei selber kompilieren auch nicht so schwer ist.
Wenn ihr Support braucht, wie bei vielen Open Source Projekten, ihr erreicht uns am besten im IRC in Raute Suricata. Wir haben zwei Mailinglisten, einmal für Benutzer und einmal für Entwickler. Wir haben den Redmine-Instanz laufen, wo ein Issue-Tracker läuft. Auch ein eigenes Wiki, wo die Doku ist, die wir aber zum Teil auch Sphinx.docs schon umgestellt haben. Also in Zukunft wird es über Reader Docs zu finden sein. Entwicklung läuft prinzipiell über Git, aber über Pull-Requests dann bei GitHub. Und sollten kommerzielle Anfragen sein, einfach direkt mich anschreiben, also auch dafür gibt es Möglichkeiten. Gut, dann zeige ich mir mal noch zum Abschluss kurz ein Eye-Candy. Oh yeah. Das ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Das ist so der ganze Spaß, wenn ich mir das mit Kibana aufbaue. Ich sehe halt, wie viele Events mir triggern und so weiter, was für Durchsätze da durch sind, was es für Traffic war, auf TCP, UDP, wie viel Durchsatz das Ganze war, hier HTTP, DNS-Account, wie viel was davon Traffic war. Das Ganze gibt es auch mit Weltkarte und solchen Späßen, wo kommen die IPs im Endeffekt her, wer schickt den Blödsinn bei mir raus. Russland, China und Amerika ist groß, wen wundert es großartig? Also gerade die Rechnungsweisen sind halt die am meisten auftauchen. Ja, also das ist. Ich kann damit nicht so ganz viel anfangen. Ich kann ja mal kurz die Alerts noch zeigen, weil du vorhin gefragt hast, was die Messages machen. Also wenn so ein Alert triggert, dann hast du hier im Endeffekt die Message mit dran stehen. Cold Event, genau, hier haben wir Heartbeat zum Beispiel einmal in dem zweiten Event. Wir haben ja gesehen, okay, da versucht einer auf Heartbeat-Variante, Methode 3 zum Beispiel, also es gibt da auch mehr Regeln nur, um Heartbeat abzudecken. Kann ich nicht ausprobieren. DShield Block, was ihr damit auch verwenden könnt, es gibt Regeln, die rein auf IP-Basis sind, das heißt, es gibt ja Spam-House, Blacksheet, es gibt ja auch so Listen mit bösen IPs, in Anführungsstrichen bösen IPs, auch sowas ist damit dabei, also ich kann auch solche Regeln damit einziehen. Tor zum Beispiel, kann man, wenn man will, zum Beispiel auch rausnehmen damit relativ gut. Die werden schnell aktualisiert, wo die Exit-Nodes stehen. Also da könnt ihr euch einiges an Regeln aussuchen. Ja, wir haben hier die Terms zum Beispiel auch nochmal, was war denn eigentlich für Traffic? Potenzieller schlechter Traffic, Corporate Violation ist halt dieses typische, okay, da war jemand auf Facebook, obwohl das gar nicht durfte. Von so her gesehen, kann man sich da auch austoben. Mir reicht es, wenn ich das in der Lochzeile einfach habe, aber ja, ist Geschmackssache. Gibt es Fragen dazu? Ja. Wie ist deine Erfahrung da so mit False Positives? Also für das, dass es zum Teil, also wenn du es dann auch als aktive Variante verwendest, sehr invasiv ist, hält sich sogar einigermaßen in Grenzen. Es fällt eigentlich meistens dann auf, wenn Software irgendwie scheiß programmiert ist. Also wir haben relativ lange mit einer Software rumhadern müssen, auch mit der Firma, wo wir viele Kunden gehabt haben, die gemeckert haben, ja, die Software geht nicht mehr und der feststellt, ja, das triggert immer eine IDS-Regel. Und das triggert immer die IDS-Regel, der doppelte Accept-Header. Das ist halt Blödsinn, doppelt reinzuschreiben, aber bis wir den das begreiflich machen konnten, also den Entwicklern von der Software, dass das Blödsinn ist, sind halt ein paar Monate vergangen. Ist halt nervig, es funktioniert erstmal was nicht, du kannst aber in dem Fall halt einfach sagen, okay, geht das Risiko ein und deaktiviere die Regel oder sagt, deaktiviere die Regel für bestimmte IPs oder sonst irgendwas. Prinzipiell passieren kann das aber durchaus. Je mehr du auch an Diensten und an Traffic von Usern hast, umso eher gibt es auch mal eine Regel, die eventuell matcht. Also es gibt auch einige Regeln, die dir direkt eine Suricata ausliefern, die rein auf Paketbasis sind und allen Blödsinn im Endeffekt versuchen rauszufiltern. Also zum Beispiel IPv6 ist ja der große Spaß, der wahrscheinlich auch viele von euch erst noch drauf zukommen. Mit den Extension-Headers, du kannst damit so viel Blödsinn machen und wahnsinnig viele Firewalls raustricksen, das versuchen wir ja damit gleich rauszufiltern, aber wenn halt irgendeine Software meint, sie müsste die Extension-Headers oder sonst wie untereinander schachteln, was nicht dem Standard entspricht, und dann nicht funktioniert, das ist Geschrei halt wieder groß. Also, False Positives sind durchaus ein Problem, aus meiner Erfahrung ist es aber vom Aufwand her vertretbar. Aber kann man da noch nicht pauschal sagen. Ja? Eine Frage zum Deployment, weil ein IDS kann natürlich nicht und normalerweise nicht. Typischerweise haben wir HTTPS sozusagen nahezu bis zum Webserver, also ist der Platz an der Firewall nicht sinnvoll. Muss man also irgendwo näher an die Webserver ranbringen? Gibt es das dann auch, sage ich mal, als Image-Version, die man
eben in so einer Cloud bleiben kann, also so eine Zwischenlog-Balance. Du kannst im Endeffekt reinpacken, wo du willst, also das ist, bleibt dir prinzipiell überlassen. Also wenn du sagst, okay, ich habe davor irgendeinen Proxy, der mir das SSL, also wenn du zum Beispiel eine Firma hast, du machst SSL aufbringen, hast einen Proxy davor, der SSL aufbringen macht und dann weiterleitet, kannst du es dahinter hängen. Also das ist ihm im System ja im Endeffekt egal, du brauchst immer nur eine Stelle, die die Pakete zuleitet. Und sei es an der Stelle, wo du weißt, wie die Pakete weiterleitet und wo das Ganze sich reinhängt, ist das System erstmal wurscht. Also ja, natürlich, das läuft immer als eigenes Image. Ja, du kannst es prinzipiell auch auf dem Server laufen lassen, wo du deinen Webservice laufen lässt. Okay. Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, da kann man sich drüber diskutieren. Aber es ist ein Prozess, den du prinzipiell überall installieren kannst. Ob du da jetzt dein Nginx und Apache laufen lässt, entscheidest du dir selber. Du kannst auch das damit drauf laufen lassen. Also da bist du flexibel. Es gibt mittlerweile auch Überlegungen, Tools zu entwickeln, also vielleicht nicht direkt eine Zurückkarte eingebaut, sondern zu versuchen, okay, so weit möglich an den SSL-Kram mit ranzukommen. Was du ein bisschen machen kannst, kannst manche HTTPS-Verbindungen erkennen über SNI und solche Sachen, aber klar, wenn der Traffic komplett verschlüsselt ist und auch so ins System reinkommt, entschlüsseln können wir es nicht. Also wir hätten jetzt natürlich die Schlüssel, das ist klar. Was du im Zweifelsfall ja hast, wenn du deinen eigenen Dienst betreibst, hast du deine eigenen Schlüssel, das heißt, du hättest theoretisch zumindest die Möglichkeit, für deine eigenen Verbindungen das aufzubrechen und reinzuschauen. Aber wenn natürlich die Endkunden dir schon irgendwas komplett verschlüsselt schicken, klar, dann. Also, das heißt, ich kann die Schlüssel auf dem Surikata einstellen? Nein, du kannst die Schlüssel nicht dem Surikata installieren, wenn du aber auf deinem System die Schlüssel hast und du halt für dich irgendwie die Möglichkeit hast, das zu entschlüsseln und dann erst die Daten reinschickst. Ja, das könntest du prinzipiell eben machen. Ja. Da hinten mal noch eine Frage. Ja. Das ist die ganz hohe Materie, das wäre eigentlich gerade ganz einfach, wo die Ausführung zu Application Firewalls ist. Also das ist Application Firewall, okay. Wenn man es ganz genau nimmt. Also Application Firewall ist so wie Industrie 4.0 und sonst was ein großes Passwort. Ich war auch vor kurzem auf der Troopers-Konferenz, wo ich mir auch so ein bisschen erhofft habe, von einem großen Player dazu erfahren, was ist denn das tolle Rocket Science, was die in Application Firewall machen. Für die ist bereits ein Script-Proxy zum Beispiel ein Application Firewall, wo du sperren kannst, ja, gewisse URLs werden gesperrt oder sonst irgendwas. Also Hausfire ist Application Firewall. Genau, also es ist Application Firewall ist erstens kein standardisierter Begriff. Ja, bei uns ist das über Apache-Module halt, wo man halt so ein paar böse URLs halt rausführen kann, ein bisschen SQL-Injection zu fahren. Ja. Das ist also, sowas kannst du da auch einbauen, kannst du auch in Apache einbauen, kannst du auch ein Script einbauen. Also, Application Firewall für mich ist eher so ein überspannender Begriff, zu sagen, okay, ich schaue mir nicht nur die Stateful Firewall den Traffic nur nach Ports und so weiter an, sondern ich gucke gezielt rein und kann es auch die Packet Inspection im Zweifelsfall nennen. Ich schaue gezielt rein und versuche ein bisschen zu erkennen, was da los ist, weil vieles läuft nur über HTTP. Das heißt, entweder lasse ich HTTP durch oder nicht, bei einer Firewall-Ebene. Also bin ich gezwungen, irgendwie ein bisschen reinzuschauen. Aber auch da kochen die großen Player nur mit Wasser. Ich hatte auch gedacht, dass sie irgendwas Besonderes da anbieten. Aber das Problem ist, dass du brauchst ja auch jemanden, der den ganzen Kram pflegt. Wenn die ganzen Webseiten ihre API ändern oder sonst irgendwas, brauchst du Leute, die sich hier noch in die Regeln wieder anpassen. Und in einer kleinen Firma mit ein paar Leuten ist ja auch extra kein Admin hinter jeden Tag nichts anderes macht, als diese Regeln anzupassen. Also, ja. Kann man das machen? Ja. Machen euch so neue Standards wie WebRTC und WebSockets, so machen die euch Probleme oder? Da ich selber jetzt nicht direkt bei der Library für HTTP und so weiter aktiv bin, muss ich da ehrlich gesagt passen, ob die jetzt große Probleme machen oder irgendwie. Okay. Ja, gut, WebSockets und WebRTC wäre jetzt nicht HTTP, sondern es wäre halt so auf TCP. Ich habe mir den hohen Traffic nie angeschaut, aber also prinzipiell, sobald es ein IP-Paket ist und ich da in irgendeiner Form reinschauen kann, sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Also ich kenne jetzt die Technik leider im Detail, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja, da eben was du gerade gesagt hast, sobald ich reinschauen kann, wir hatten auch vor das Thema Certificate Pinning und so weiter. Also es läuft immer mehr Traffic encrypted und immer mehr encrypted Traffic mit gepinnten Zertifikaten. Dann bist du in den meisten Fällen natürlich dann irgendwann mal außen vor, oder? Genau. Also wenn du nicht aufmachen kannst. Gibt's was ja prinzipiell auch an sich ja gewünscht ist, du willst ja eigentlich nicht, dass dir irgendeiner in den Traffic reinschaut und irgendwie den verändert im Zweifelsfall. Ja, genau, aber trotzdem hat doch jede Firma irgendwo ihren SSL-Inspektor oder noch einen Netscaler oder keine Ahnung. Aber das ist dann im Endeffekt eine separate Baustelle, wenn du halt SSL aufbrechen an. Also das haben wir nicht direkt mit implementiert, was eigentlich auch die Aufgabe vom System ist. Aber es gibt da wirklich SSL aufbrechen, das ist jetzt auch kein Kurs. Ja, wie siehst du das? Also,
das ist ja ein Problem für alle in dem Bereich sozusagen. Also prinzipiell sehe ich es als positiven Trend, je mehr verschlüsselt wird, umso besser kann, umso weniger irgendjemand Blödsinn betreiben. Auf der anderen Seite für jemanden, der irgendwie Dienst betreibt oder als Firma, die irgendwie Kontrolle haben will, was die Mitarbeiter machen, musst du dich halt irgendwann entscheiden, was willst du haben, willst du die Sicherheit haben oder willst du die Kontrolle haben. Als Firma ist im Zweifel halt auch so, dann sagst du, okay, ich möchte aber gucken, dann muss ich erst aufbringen. Kommst nicht drum rum, wüsste jetzt zumindest nicht, wie du das anders lösen willst, weil ich kann ja nicht reinschauen, wenn ich die Dinge auch mache. Und als Privatanwender ist es für dich eigentlich als Vorteil. Du weißt, okay, auf meinem Weg zu meinem Dienstanbieter oder sonst irgendwas kann eigentlich keiner mir irgendwie zu streiten kommen. Also sehe ich das als dedizierte Fragestellung, sagen, okay, greife ich wirklich hart zwischen rein, das aber normalerweise kriegst du das als Endanwender ja auch mit, selbst in der Firma, außer du kriegst jetzt den Rechner vorgefertigt hingestellt, merkst du vielleicht nicht, wenn die Zertifikate in der Klinik sind, oder du kannst dem Ganzen halt wirklich vertrauen. Also das Ärgerliche, manchmal nicht reinzuschauen, aber ich finde das prinzipiell einen positiven Trend. Sehe ich mir positiv, ja. Gut. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, einfach. Wenn wir direkt zu mir kommen, E-Mail schreiben oder so. Danke.